Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen InStyle-Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich wurde jetzt schon mehrfach tatsächlich auf Instagram gefragt, wann ich endlich die InStyle-Box auspacke. Heute. Genau. Die InStyle-Box ist eine Beauty-Box, die sowohl Beauty- als auch Lifestyle-Produkte enthält. Die erscheint viermal im Jahr, passend zu jeder Jahreszeit. Und hier haben wir jetzt die Frühlingsvariante für 2022. Mir wird sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich sie vorstellen kann. Also vielen, vielen Dank an das liebe InStyle-Boxen-Team. Und ja, genau. Hier haben wir die Box, die kostet ab 25 Euro pro Box und das ist ein fairer Deal, finde ich, wenn man sich das auch so runterrechnet, dass du, also es ist mit eine der runtergerechnet auf den Monat günstigsten Boxen, ne? Weil du ja quasi für 3 Monate die 25 Euro hast, so, ne? Und ich bin echt gespannt. Wir haben das klassische Design hier bei dieser Box mit dabei. Die hat nie ein Special Design, ist immer inspiriert von dem InStyle Magazin und da haben wir auch immer, wenn wir das im Abo haben, die Möglichkeit, einen Code online einzugeben, den wir als Abonnenten zugeschickt bekommen, um, ich glaube, 3 Ausgaben der InStyle als E-Paper zu bekommen. Auch das gehört zum Gesamtwert der Box mit einfach mit dazu. Ja, genau. Die ist schwer, die ist groß und hier haben wir auch oft Full Sizes drin und ich finde die immer sehr spannend tatsächlich. Riecht nach Papier. Hier haben wir ein Seidenpapier. Es ist mit einem Klebe zugemacht, das sich meistens öffnen lässt, ohne es aufreißen zu müssen, was ich schön finde. Und hier, huch, kommt direkt das Heftchen entgegen. Spring Edition. Oh, ich sehe Tulpen. Ich mag Tulpen, ne? Würde ich ja gerne auch in einer Vase haben. Aber Tulpen in der Vase ist immer schwierig. Die kannst du besser im Garten draußen anpflanzen. Und ja, hier haben wir neben ein paar Gutscheincodes, die hier schon zu sehen sind, den ersten Blick in die Box. Und ich sehe hier schon einiges, was mich anspricht. Und ein Getränk. Das ist auch sehr positiv. Genau. Also, ich schaue immer ganz gerne vorab so rein, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Weil da sitzt ja auch ein Team dahinter, was sich ja Gedanken macht, ne? Was passt zum Frühling? Welches Motto geben wir mit? Und hier ist die Sophie Grützner. Die scheint jetzt irgendwie die neue Autorin zu sein von dem Editorial. Die Tage werden länger, die Luft milder und wir können langsam wieder in den Straßencafés sitzen. Mit etwas Glück sogar schon in offenen Sandaletten. Wird schwierig. Also gut, wir haben heute jetzt den wärmsten Tag des Monats gehabt. Heute ist der 16. März, wo ich das Video drehe. Da waren es ungefähr 16 Grad. War echt warm. Also ich konnte easy so im Kleidchen mit Leggings und so, ne, mit kurzen Armen rumlaufen. Der Frühling ist da und mit ihm die wunderbarsten Gerüche. Mein Frühjahr 2022 duftet jeden Fall nach Narzisse, Rhabarber und Mandelmilch, eingefangen in Perfect, dem neuen Fragrance von Marc Jacobs, den Sie als Probe und als Bodylotion in unserer InStyle-Box finden. Hier wird gespoilert, das ist immer schwierig, ne? Ich liebe übrigens nicht nur die Duftnoten und das süße Packaging, sondern auch die Massage. Die Massage vor allem, ne? Ja, hier ist eine Massage drin. Easy, läuft. Nein, die Message. So wie ich bin, bin ich perfekt. Wie war? Schön. Draußen herrscht typisches Aprilwetter. Egal. Dann machen wir es uns stilvoll mit der Mini-Bubble-Candle drin, gemütlich. Hier wird gespoilert. Das mag ich nicht. Und hier haben wir dann die ganzen Produkte aufgeführt. Spoiler mich gerade selbst, indem ich durchgeblättert habe, läuft. Und da sind keine Preise drin. Die suche ich dann immer aus dem Internet raus. Und jetzt aktuell, während ich das Video drehe, gibt es, wenn man die InStyle-Box abonniert, noch gratis die, ich glaube, Luxury-Box ist das, in der Barbour-Edition mit dabei. Also, ne, gönnt euch hart, schaut da mal vorbei. Es gibt immer wieder auf dieser InStyle-Boxen-Homepage coole Rabatte und so. Genau, hier ist jetzt auch nochmal hier 50% auf ihre zweite Box und so weiter. Ne, für Springtime 50 kann man einfach mal gucken. Und in der Sneak Peek für die Sommeredition ist hier einfach nur die Marke Benefit angegeben. Das finde ich schön. So viel können wir schon verraten. Die nächste Box zaubert Ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Benefit. Also da bin ich ja mal sehr gespannt, was die von Benefit dann reinpacken werden. Ich mag das sehr, sehr gerne. Also das Marke, die Marke, die Produkte von der Marke. Und hier haben wir auch schon... Upsala. Das angeteaserte Parfum Perfect Marc Jacobs Eau de Parfum Spray 1,2 Milliliter. Sowas kommt auf jeden Fall mit in meinen Fullface Beauty Boxen. Also ich sammle ja über einen Monat verteilt und im März geht die Party echt hart ab, Leute. Die ganzen dekorativen Kosmetikprodukte aus den Boxen, um daraus halt so ein Schminki zu zaubern. Und ich habe heute noch kein Parfum drauf. Also meine Mama war da, wir waren mit Sammy spazieren. Aber wir, ne, ich habe jetzt nicht, also habe heute kein Parfum verwendet. Der ist echt süß.
aber fruchtig, blumig. Ich mag den Duft. Also ich glaube, den hatte ich sogar schon mal, oder? Der kommt mir so vertraut vor. Sehr angenehm. Also der riecht für mein Bedürfnis, für meine Nase, riecht dieser Duft sehr nach Frühling. Und ich mag ja auch ganz gerne die Marc Jacobs Düfte, ne? Ja, mag ich. Dann habe ich hier was drin von S. Oliver Woman. Magnolia Bamboo Leaves Rose. Ich liebe Rose. Wir hatten ja auch mal einen Magnolienbaum bei uns an der Terrasse stehen, als wir hier eingezogen sind, den wir auch gefällt haben. Asche auf unser Haupt, aber da muss man halt wirklich sagen, der war auch blöd gepflanzt. Also das war echt nicht schön. Und ja, wenn ich dann jetzt durch die Nachbarschaft fahre und sehe, wie die ganzen Nachbars-Magnolienbäume blühen, bin ich immer ganz neidisch. Aber egal, wir haben ja auch unsere Blumenwiesen und so weiter und so fort. Also hier geht die Party auch ab. Das ist übrigens ein Bath and Shower Gel mit 75 Millilitern. Sowas ist auch eine schöne Geschichte für den Frühling, wenn man halt dieses Blumige mag, wenn man einfach, ne, Pure Scent. Also das ist auch meistens dann wirklich an einem Duft von dem, ne, ist Oliver in dem Sinne ja orientiert. Und ja, darf nicht, ist ganz gut. Es ist für mich jetzt keine Geschichte für den Winter oder so, aber für den Sommer, für den Frühling, ist ja auch eine Frühlingsbox, Claudinchen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich rieche jetzt nur das Parfum, ne? Also ganz, 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 ganz dezent kam jetzt gerade die Rose in meine Nase, aber es ging halt vollkommen klar. Muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Sowas mag ich eigentlich ganz gerne, ne? Weil die auch gar nicht so günstig eigentlich sind, wenn man sich das so kaufen würde. Ich sprach ja davon, dass ich hier was zu trinken drin habe. Und zwar habe ich hier in einer Glasflasche Bio-Erfrischungstee, Tee, grüner Tee, Mango. Ja, sowas ist sowohl was für mich als auch für meinen Freund. 330 Milliliter sind hier drin. Und das ist echt krass in so einer Glasflasche. Deswegen war das Moped hier auch so schwer, ne? Ist klar. Da verlässt einen die Kraft, Leute. Ich sag's euch. Habe ich hier leider keinen Strohhalm und Lipgloss drauf. Läuft. Ich sag mal Prost. Lecker. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es, also ich habe hier gleich noch ein paar andere Videos zu drehen, also ein Pinkbox-Unboxing und dann noch ein Haarvideo, dass das Ding leer sein wird, wenn ich fertig mit meinen Videos bin, weil ich brauche ja auch immer sehr viel zu trinken, damit meine, ne, Halsgeschichte nicht so eskaliert. Hildegard Braukmann habe ich ja als nächstes drin. Ja, die Hildegard ist auch in der Box vertreten. Essentials, Vitamin Moisturizing Cream Day. Okay, also quasi eine Tagescreme. Ach, hier steht es auf Deutsch drauf. Vitaminfeuchtigkeitscreme Tag. Hydroaktive Tagespflege mit antioxidativer Wirkung für feuchtigkeitsarme Haut. Ich habe eine feuchtigkeitsarme Haut, das kann ich nicht anders sagen, ne? Und wir haben auch öfters mal in Beautyboxen auch so Tagescremes, Nachtcremes, Cremescremes, Gesichtskram drin. Und da muss man natürlich immer schauen, ob das halt auch Produkte sind, die für einen geeignet sind. Und man sollte auch immer vorsichtig umsteigen, ne? Also wenn man seine Gesichtspflegeroutine ändert, nicht sagen so, ich setze jetzt heute Creme XY ab und dann die nächste Creme direkt am nächsten Tag drauf. Mischt das so ein bisschen, damit die Haut sich ein bisschen chillen kann. Weil die Haut ist ja auch ein Organ, die hat ja auch irgendwie, ja, natürlich hat die Haut Gefühle. Und wenn ihr jetzt zu schnell irgendwelche Gesichtspflege wechseln würdet, rastet die schnell aus, ne? Also bei meiner sehr sensiblen Haut rastet die halt sehr schnell aus. Ich kann euch das einfach nur von mir aus so sagen, ne? Wie das ist. 50 Milliliter sind hier drin, das ist echt viel. Und das ist eine pflegende Tagesschutzcreme. Was jetzt natürlich richtig geil gewesen wäre, wenn das eine Tagescreme ist, jetzt gerade Richtung Frühling, ne? Dass da auch ein Lichtschutzfaktor drin wäre. Ist hier aber wohl nicht. Das heißt, man muss dann auf jeden Fall danach noch einen Lichtschutzfaktor draufgeben, ne? Gerade jetzt, die Sonne rastet halt wieder aus. Und da haben wir auch drin Vitamine A, C und E. Vitamin A ist Retinol. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig jetzt als Tagescreme, muss ich gestehen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt das perfekte Frühlingsprodukt ist. Vielleicht eher für den Winter, meiner Meinung nach, ne? Und gerade wenn du jetzt Vitamin A verwendest oder halt Retinol, dann mach dir dicken Lichtschutzfaktor drauf. Echt. Sonst rastet die Haut aus. Ist natürlich super gegen Faltengedönsen und macht die Elastizität besser und so, aber achte auf den Lichtschutzfaktor bitte, ne? Ja, man könnte es theoretisch, nee, man kann sich dazu noch eine Nachtcreme kaufen. Okay, ne, wie gesagt, immer wieder an eure Haut denken, dass sie sehr freundlich behandelt werden sollte. Und dann läuft das schon. Gut, das nächste Produkt ist ein Tübchen. Daily Intimate Wash, lieben wir. Fresh Coconut, lieben wir nicht, ist aber weit genug weg von der Nase, sodass es mich nicht tangiert.
Das ist pH-balanciert und mit Gynäkologen entwickelt. Deodoc Swedish Intimate Skincare. 35 Milliliter, also das ist dann einfach eine Intimwaschlotion. Verwende ich jeden Abend, finde ich klasse. Nur zur äußeren Anwendung, safe Leute. Auf der Hand verteilen und auftragen, gründlich abspülen. Yo. Nicht in die Augen kommen lassen. Gut, wenn ich da unten was mache, dann packe ich mir recht selten an die Augen dabei. Kokosnuss, wie gesagt, ist nicht ganz so mein Duft, aber eine Intimwaschlotion finde ich super wichtig. Und ja, die wird auch sehr schnell in Anwendung kommen. Ich habe jetzt aktuell noch eine von Facelle, ist das, glaube ich, so ein Schaum, ne? Teste ich gerade aus. Wenn der leer ist, kommt das hier in Anwendung. Super. Wirklich super, weil für unten rum, da brauchst du halt was, was nicht so parfümiert ist und halt auch ein bisschen was anderes, ne? Ein bisschen was anderes als dein normales Duschgel. Bei Duschgelen haue ich gerne auf die Kacke. Da kann es auch gerne mal irgendwie super parfümiert sein und so, ne? Liebt meine Haut, ist vollkommen in Ordnung. Wasche ich ja auch nachher wieder ab. Aber wenn das halt Richtung Schleimhäute und Intimbereich geht, sollte man da schon ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein tatsächlich. Und da ist das echt 1A. Finde ich gut, dass sowas auch in der Beautybox drin ist, ne? Weil das ist auch ein Teil unserer Beauty-Geschichte, meine Meinung. So, auch wenn ich Zahnpasta und Zahnbürsten nicht so gerne drin mag. Also wo zieht sie die Grenze? Man weiß es nicht. Hier habe ich jetzt einfach nur ein weißes Kästchen drin. Ich weiß jetzt nicht, was hier drin sein wird. Ist jetzt nochmal ordentlich eingepackt? Hä? Ich meine gut, hier ist wahrscheinlich irgendwie so ein Lifestyle-Produkt oder sowas drin, ne? Hä, was bist du? Ach, eine Kerze bist du. Eine Kerze. Wie süß ist die bitte? Ich habe das, glaube ich, mal bei Tara, TamTam Beauty, die hatte auch mal von jemandem sowas zugeschickt bekommen, ne? Diese Bubble-Kerzen. Ist es nicht süß? Albert fein. Ja, ne? Riecht noch nichts, ist einfach nur eine hübsche Kerze. Finde ich klasse. Echt, wirklich, wirklich schön. Mag ich gerne leiden. Wie findet ihr sowas? Schreibt mir das mal gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob die schön abbrennt oder so, keine Ahnung, ne? Aber ich finde die hübsch. Die ist ganz knuffig. Jo, eine Kerze. Bisschen Romantik. So, hier sind wir wieder beim Hals. Propolis und Immunkapseln. 30 Kapseln reich an Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems. Propolis ist etwas, was die Bienen herstellen. Ich glaube, um die Königin zu füttern oder um bei den Bienenwaben diese... ich glaube, nee, das ist, wenn die halt diese Bienenwaben verschließen und dass es halt antiseptisch ist, halt so richtig desinfiziert quasi, ne? Dass quasi keine Keime oder Bakterien von außen reinkommen können. Deswegen mega krasses Zeug, Leute. Genau, dieses Royal Bla, Gelee Royal ist für die Bienenkönige und das Propolis ist zum Dingsen. Ja, ne? Natur Belle Bees Nature ist es übrigens. Und mit 150 Milligramm hochwertigem Propolis-Extrakt pro Kapsel, scheint toll zu sein, sonst würden sie es nicht ausloben, zuckerfrei, glutenfrei, laktosefrei, hergestellt in Deutschland. Schutz Harz der Bienen, da steht's doch. Nahrungsergänzungsmittel. Ich bin kein Fan davon, Nahrungsergänzungsmittel in Beautyboxen zu packen. Klar, die innere Schönheit gehört auch mit dazu. Ich finde es aber immer schwierig. Bei sowas denke ich mir aber halt, ist vielleicht wirklich eine sehr natürliche Geschichte, die vielleicht dann auch irgendwie nicht so überdimensioniert ist und so und keine Ahnung. Und hier stehen so viele tolle Sachen drauf. Muss man für sich selber entscheiden. Und das scheint auch gar nicht so super viel. Nee, da ist halt nur hier Vitamin C super viel drin. Und halt dieses Propolis-Extrakt. Ansonsten scheint hier gar nicht so ultra viel an Inhaltsstoffen drin zu sein, ne? Das ist dann schon wieder positiv. Also da, ne, muss man halt für sich selber einfach entscheiden, ob man sowas verwenden möchte oder nicht. Ich verwende Nahrungsergänzungsmittel, spreche sowas natürlich mit meinem Arzt ab. Bei sowas glaube ich aber tatsächlich, dass es jetzt nicht so wild ist, wie jetzt sonst irgendwelche Brausetabletten oder solche Kapseln, die man sonst irgendwie auch mal bekommen könnte. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich nochmal in Ordnung. Und ja, ne? Hätte ich jetzt nicht, also ja, also feiere ich jetzt nicht so hart, das in der Beautybox mit drin zu haben, so. Aber ist okay, weil es gibt Schlimmeres. Es ist hart gesagt, ich glaube schon, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber ja, Nahrungsergänzungsmittel halt, ne? Ist immer eine schwierige Kiste. So. Sassy Beauty kommt uns immer mal wieder vor die Füße, weil die jetzt irgendwie auch seit der Adventskalenderzeit und so ja auch mit der Meta-Crew, also quasi mit Pinkbox, mit der InStyle-Box, Brigitte-Box, Barbara-Box und so, die gehören ja alle zusammen, kooperieren. Und da haben wir jetzt auch schon wieder was von Sassy Beauty drin und die kann ich dann auch tatsächlich in meinem Full-Face-Beauty-Boxen verwenden. Pure Glow Palette ist das. Die habe ich, glaube ich, auch mal letztens bei Frankas Favorites gesehen. Ne? Die hatte auch mal eine Kooperation mit Sassy. Und ja, das Puder gefällt mir übrigens sehr gut, was wir davon mal bekommen haben. Und hier hast du 4 Highlighter drin. Schwierig, schwierig, schwierig. Tatsächlich.
Ich glaube, mit meinem hellen Ton wird mir nur der Snap stehen. Also ich kann die euch mal swatchen. Also Snap, Bold, Sane und Flick. Gut, wenn es jetzt ein bisschen, ne, wärmer draußen wird, dann könnte vielleicht auch Bold was werden. Aber Sane und Flick, das kann immer schwierig werden. Ne? Hier haben wir die vier verschiedenen Highlighter, die jetzt auf den Fingergeschichten gar nicht so wild aussehen. Wow, der ist schön. Also der, wo ich halt sagte, der könnte sehr gut passen, ne? Ich swatch die auch mal gerne intensiv. Also auf dem Handgedönsen kommt das immer sehr intensiv rüber. Und wenn ich doll drücke, dann sowieso. Schaut euch das an. Also das sieht schon, also jetzt im Swatch sieht es sehr, sehr schön aus. Und ja, ich putze das hier gerade an meinem Kleid ab. Ladylike, ich sage euch das. Ich finde es aber schön. Also die werde ich auf jeden Fall mit euch zusammen austesten. Und sie wird sehr, sehr wahrscheinlich auch bei mir bleiben. Weil sie mich einfach anspricht. Das sieht gut aus. Du hast hier nicht irgendwie so grobe Glitzerviecher und so dabei. Und das strahlt ja richtig, ne? Holla die Waldfee. Ja, dekorative Kosmetik begrüße ich ja grundsätzlich in Beautyboxen, weil ich ja einfach ein Fan davon bin. Passend zu dem Duft, den ich jetzt hier gerade an mir trage, haben wir hier auch das angeteaserte Bodylotion-Gedöns drin. Perfect Marc Jacobs Bodylotion 30ml. Sowas hält bei mir ja, vielleicht für anderthalb Mal Körpereincreme, weil ich bin halt eine große Frau. Ich bin 1,73. Ich creme mich jeden Abend ein. Ich bin da sehr konsequent. Ich bin generell, was so Pflegeroutinen und so weiter angeht oder Routinen allgemein in meinem Leben, bin ich sehr, sehr konsequent. Ne? Da bin ich ein kleiner Freak, aber irgendwo braucht man ja seine Ordnung im Leben und die habe ich tatsächlich in meinen Routinen gefunden. Ja, wenn das so riecht, wie das Parfum, was ich drauf habe, feiere ich das. Jetzt aktuell brauche ich noch ein bisschen was Reichhaltigeres, weil noch ist meine Haut sehr, sehr trocken. Letztens habe ich bei uns auf das Raumfeuchtemessgerät geschaut und da stand wirklich über Tage LL, also unter 20%, ne, richtig niedrig. Und da wundere ich mich nicht, dass meine Haut ausrastet und super trocken wird. Also jetzt so meine Augenlider waren furztrocken, mein ganzer Körper war furztrocken. Also ich war eine Trockenpflaume in Person und das ist halt meistens mit weniger Pflege, dafür halt mit mehr Duft. Deswegen, wenn man vielleicht sich duscht und danach rausgeht, irgendwo zum Grillabend oder so, kann ich mir das gut vorstellen, dass man den Duft einfach noch ein bisschen intensivieren kann von dem Parfum. Aber als reine Pflege ist mir das persönlich, ne, ganz persönlich, ein bisschen zu wenig. Dann habe ich hier was von Madara dabei. Mit Madara hatte ich vor drei Jahren schon eine Kooperation gehabt, als sie relativ neu auf den deutschen Markt gekommen sind. Schande oder Asche auf mein Haupt. Ich habe tatsächlich die Produkte immer noch nicht leer gemacht. Zum Beispiel habe ich hier die Foundation stehen, die übrigens ein Traum ist. Skin Equal Soft Glow Foundation in der Farbe 20 ist übrigens noch gut. Ne, habe ich heute nicht auf meinem Gesicht, weil ich da mal eine andere ausprobiert habe. Trage ich aber in letzter Zeit fast jeden Tag und ich liebe sie. Die ist so schön reichhaltig und pflegend. Naja, hier haben wir auf jeden Fall eine Mascara von Madara mit drin, was ich sehr begrüße. Bold Volume Mascara und länger und voluminöser sollen die Wimpern dadurch werden. Das finde ich schön, Leute. Madara ist eine sehr hochpreisige Naturkosmetikmarke. Gut, hier haben wir jetzt 6ml auch in der Mascara mit drin. Das ist auch nicht wenig. Deep Matter. Also eine tiefe Bedeutung ist es quasi. Na, bin mal gespannt, welche tiefgründige Bedeutung mir diese Mascara verschaffen wird. Ein Gummibürstchen gibt sie mir auf jeden Fall, was gerade ist. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich denke, damit werden meine Wimpern sich sehr freuen. Was habe ich hier? Ich habe eben meinen Freund geknutscht und der hat... Der renoviert im Badezimmer, der hat das silikonisiert und ich hatte gerade einen weißen Silikonfleck unter meiner Nase. Läuft. Riecht nach nichts. Das ist sehr, sehr angenehm. Finde ich schön. Also die wird im Fullface Beauty Boxen auch ihren Einsatz bekommen. Das finde ich sehr, sehr nett. Ne? Ganz schön viel für mein Fullface Beauty Boxen hier am Start. Schon 3 Produkte. Da freue ich mich doch, ne? Da kann ich euch nämlich danach noch ein bisschen extra Content geben. Hier habe ich von Puffin Beauty was drin. Puffin Beauty haben zum Beispiel auch mal diesen Puff für, wenn du einen Pferdeschwanz haben möchtest, der voluminöser ist, ne? Drin gehabt. Aber das hier ist ein Pflegeprodukt. Wusste ich nicht, dass sie sowas haben. Das ist ein Anti-Frizz-Serum für sofortige Kennbarkeit mit 30ml. Siehst du, das ist mal ein Produkt, was ich auch verwenden kann. Weil oft haben wir so Haarstyling-Produkte in Boxen drin enthalten. Schaum oder Spray verwende ich einfach nicht, ne? Ich habe meine Haare halt offen oder ich habe sie im Bommel oder ich habe sie im Zopf. Das war's. Da freue ich mich tatsächlich.
Tatsächlich, was machst du denn alles? Hier beugt Splissneubildung vor, Antifrizz-Effekt, Akazienkollagen, läuft bei ihm Panthenol, wie ein schützender Film, Haarstruktur glätten, finde ich auch gut, ich habe ja glatte Haare, ohne Silikone und ohne Mikroplastik und ohne Duftstoffe. Ja, einfach ins Handtuch trockene Haar reinhauen und eine kleine Menge genügt, finde ich schön. Echt cool. Also da sind wir jetzt von Kopf bis Fuß ganz gut dabei. Ich schaue mal ein bisschen durch, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe. Weil manchmal hat man, dass man so ganz kleine Produkte auch einfach mal übersieht. Aber ich meine, dass ich jetzt wirklich alles gezeigt habe. Achso, Rabattcodes haben wir hier auch immer wieder mit dabei. Ne? Das ist dann halt für diejenigen, die die Box abonniert haben, so ein kleiner Add-on, was ich ganz cool finde. Und ja, das war jetzt der Inhalt der Box. Man darf sich mal wieder durch den Kopf rufen, in den Kopf rufen, das in die Gedanken rufen, dass die ganzen Produkte ein Jahr im Prinzip nur 25 Euro gekostet haben. Und ich würde jetzt meine Hand dafür ins Feuer legen, dass allein die Mascara diesen Wert hat. Das heißt, wenn man die Box im Abo hat und ja quasi dieses Überraschungsgefühl hat und vielleicht ein oder zwei Produkte nicht unbedingt einem zusagen, dass man trotzdem einen guten Deal macht, ne? Und safe. Also du hast hier auch kein Shishi oder sowas mit dabei. Hier sind halt coole Produkte drin enthalten, die wirklich brauchbar sind. Und deswegen kann ich die Instabox sehr empfehlen. Also schaut da gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich euch alles soweit verlinkt. Auch die Produkte, ne? Wie ich halt die Preise gefunden habe, ist für euch, glaube ich, auch manchmal ganz interessant. Ja. Ne? Das war's jetzt hier von mir und der Instabox. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!